Servus und herzlich willkommen. In diesem Video zeige ich dir ein Beispiel, wie du mit Photoshop, KI, also generative Füllung und CapCut ein Video komplett verändern kannst. Viel Spaß! Hier haben wir einen Wanderer, der geht einen Weg entlang und plötzlich geht er neben einem See. Und plötzlich geht er neben einem Schloss. Und plötzlich geht er Richtung Gebirge. Du siehst, mit dem KI von Photoshop kann man Verschiedenes machen. Hier sind wir am Strand, aber hoppla, hier stimmt was nicht. Hier bewegt sich der Boden. Das kommt daher, die Kamera darf sich bei solchen Montagen nicht bewegen. Sie muss fest montiert sein, sonst funktioniert es nicht. Und jetzt zeige ich dir, wie du das machen kannst. Ich habe hier unseren Clip geladen. Und als erstes benötigen wir einen Screenshot aus unserem Video. Wir sehen hier so in etwa bis zum Baum geht der Wanderer. Es ist jetzt egal, wir nehmen einfach irgendeinen Ausschnitt, beispielsweise den, gehen oben in das Menü, Standbild exportieren, nehmen wir jetzt vielleicht Wanderer. Auf den Desktop 4K JPEG exportieren. Dann haben wir das Bild, mit dem wir arbeiten können. Als nächstes nehmen wir unser Bild. Als nächstes nehmen wir unser Bild vom Wanderer, den Screenshot, und öffnen ihn in Photoshop. So, dann ziehen wir hier, also bis hier ungefähr ist er gelaufen, ziehen wir hier eine Auswahl auf mit dem Baum, dass der verdeckt ist, und geben jetzt bei generative Füllung beispielsweise ein füge einen See ein. So, jetzt geht der Wanderer an einem See. Du hast hier immer drei Möglichkeiten. Das zweite hier passt fast noch besser. Das dritte fast noch schöner. Schauen wir auf das erste. Obwohl, ja, das erste ist doch, das erste ist ganz gut. Dann nehmen wir dieses Bild und reduzieren es auf den Hintergrund und gehen anschließend auf Speichern. Okay. Jetzt haben wir unser Bild, das wir in das Video einfügen können. In CapCut angekommen, gehen wir oben auf Importieren bei den Medien und importieren uns unseren Wanderer. Den hatte ich auf den Schreibtisch. Hier ist er. Importieren. So. Dann ziehen wir unser Bild auf die Zeitleiste, ziehen es über das gesamte Video und gehen dann, du hast jetzt ein Standbild, gehen dann oben bei Video auf Maske und hier nehmen wir Teilen. Und drehen das Ganze um 90 Grad. Dann gehen wir auf der X-Achse, vielleicht gehen wir mal einfach mal um 300 drüber, dann sehen wir, dass hier der Baum zum Vorschein kommt. Dann gehen wir vielleicht mal auf so 270 oder 250. Oder eben noch ein Stück weiter zurück, bis der Baum verschwunden ist. Dann bei der Feder, also das Weichzeichnen, geben wir einen kleinen Wert ein, dass wir keine harte Kante haben, vielleicht so 15. Dann gehen wir mit unserer Nadel zurück und lassen das ablaufen. Und schon siehst du,
dass der Wanderer jetzt an einem See entlang geht. Wenn wir das obere Video abschalten, dann geht er wieder an dem Weg hier entlang, schalten das dazu, geht er am See. Du siehst, es ist eine ganz tolle Geschichte. Schalten es wieder ein. Wie du ein Video verändern kannst. Und es funktioniert aber nur, wenn die Kamera fest montiert ist. Das darfst du nicht vergessen. Das war das Beispiel, wie du mit Photoshop KI und CapCut in ein Video, du musst es vorher planen, es muss passend sein, das ist ein Beispiel aus Pixabay, in ein Video einen anderen Hintergrund oder eine andere Landschaft einfügen kannst und nachher merkt es kein Mensch. Das war's für dieses Beispiel. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Bis zum nächsten Mal. Servus.